Name ist Alexandra Stauch und ich habe mit meiner Klasse einen Handy-Ratgeber für Kinder erstellt. Also wir haben halt diese Mappe hier oder Broschüre, sag ich mal, gemacht. Also zum Beispiel Kosten und Sicherheit rund ums Handy, Tipps gegen Handymobbing. Und das, Achtung, Gefahr, Klingeltöne, Musik, Logos und Castingshows und Handystrahlung. Ja, das ist ganz erstaunlich, dass Kinder in dem Alter eigentlich schon alle ein Handy haben. Und die meisten haben jetzt auch ein neues bekommen. Also die haben nicht mehr unbedingt die Handys geerbt, die ihre Eltern ablegen. Wer hat kein Handy? Aufzeigen. Okay, einer hat kein Handy. Wir haben dann auch ein Projekt gemacht, eine Woche ohne Handy. Da beschreiben dann die Einzelnen, die das gemacht haben, wie sie sich dabei gefühlt haben. Die kriegen von ihren Eltern mitgeteilt, sie sollen aufpassen, dass sie nicht zu viel telefonieren oder nicht zu teure Telefonnummern anrufen und solche Dinge, die das kennen die. Das haben die auch selbst mit eingebracht in diesen Handyratgeber. Kosten und Sicherheit rund ums Handy, da gibt es dann eben einige Abschnitte, zum Beispiel SMS und MMS, Fotos, Videos und Musik. Aber diese globalen Zusammenhänge, wo was produziert wird und unter welchen Bedingungen und was das mit uns zu tun hat, das kennen die meisten nicht. Und jetzt fangen hier eben die Comics an. Bei mir geht es darum, dass ein Junge entführt wird und hier vorne muss der mit anderen Kindern sozusagen in den Krieg ziehen und mit anderen Kindern für die Händler, um die Minen zu kämpfen. Hier vorne sind noch Ideen, wie man solche Kinder eben davor bewahren kann, dass sie so viel schuften müssen. Wenn man das jetzt so gehört hat, dann ist das ja doch schon so, dann bewegt das einen ja auch schon so. Und da möchte man ja auch was dagegen tun. Wir haben auch so T-Shirts gebastelt. Sei gegen Kinderarbeit. Oder auch, was ist wichtiger, ein Handy oder ein Mensch? Was ich schon glaube, ist, dass das Bewusstsein jetzt einfach dafür da ist, dass da jemand anderer auch noch mit dranhängt. Und also die Kinder sagen ja auch selber, also ich überlege mir vielleicht, ob ich jetzt gleich im nächsten Jahr wieder ein neues Handy brauche oder ob das nicht okay ist, wenn ich das jetzt vor einem halben Jahr erst zu Weihnachten geschenkt bekomme, ob das länger zu nutzen.